Recht herzlich willkommen zur 100. Folge von Grand Age Medieval. So, wir sind mit unserem Händler da und gucken wir mal, was wir hier so handeln können. 113, 168. Ja, lohnt nicht, ne? Da geht was. Hier geht auch was. Ja, das geht runter. Lohnt nicht. Geht auch runter. Lohnt nicht. Hier Honig können wir kaufen. Und dann ist der Wagen auch wieder voll. Gehen wir runter. Zu unserer untersten, südlichsten Stadt. Ist das die insgesamt südlichste? Sieht so aus. Gut, Mystras. Ja, lohnt nicht. Lohnt nicht. Können wir auch was verkaufen hier, oder? Da geht was. Oh, da geht nichts. Also, da geht schon was, aber es lohnt auch nicht. Nee. Sowas kaufen wir ein. Der Fisch ist günstig, ne? Zack. Exquisit. Gehen wir nach Athen. Entschuldigung. Gucken wir da mal rein. Lohnt nicht. Das geht auch runter. Zack, weg damit. Fisch können wir so auch noch billiger hier zukaufen. Auch schön. Ja. Das war's dann sozusagen. Nehmen die Fische mit und dann geht's los nach oben wieder. Mit Freude. Ja, nach Ala. Zu unserer eigenen Stadt. Das geht nicht. Gut. Mit Freude. Dann gehen wir immer noch da rein. Nee, brauchen wir nicht. Hier der Fisch. 4 Fische für 100. Wow, Wahnsinnspreis. Ja, zack. Zack, war's das. Nehmen wir das Bier mit und gut ist. Das ist unmöglich. Ach so, das ist unmöglich, ja. Die Karte müssen wir so verschieben, ne? Ausgeschlossen. Aber jetzt quasi mehr Ballerkopf da dran, ne? Das ist der falsche Händler, Mann. Da. Krasimir Krabelov. So, wo gehen wir hin? Gute Frage, ne? Hier hin. Ja. Ich glaube, da lohnt es aber eigentlich auch nicht hin, weil in der Stadt auch die Preise nicht in Ordnung sind. Hier geht sogar der Honig weg. Das lohnt, glaube ich, auch nicht. Hier könnte man ein bisschen... Zack, 20 davon weg. Und die Kohle geht ein bisschen leer. Und die haben hier billig Fleisch, ne? Zack, 18 Stück nehmen wir mit. Das Brot ist auch günstig. Zack. Salz geht auch. Und dann gehen wir weiter. 524 Millionen, aber da lohnt es nicht hinzugehen. Gehen wir nach Sofia. Ja. Dann müssen wir irgendwann langsam überlegen, ob wir nicht Truppen nehmen und dann da angreifen, ne? Lohnt, lohnt. Machen wir auch. Machen wir auch, weil wir so viel davon haben. Ja, geht auch. Zack. Lohnt nicht. Zack, fertig. Und dann kaufen wir hier die Früchte ein. Ja, Wagen voll. Wagen voll.
Alles klar. Geht's nach da. Die wollen nämlich was zu essen bestimmt haben, ne? Gucken wir mal da rein. Und dann müssen wir schon überlegen, was wir langsam starten. Zack, 9 Stück weg. 10 davon. Die 10 da auch weg. Da geht alles. Die 9er Kohle geht auch ein bisschen. Passt. Und Wein haben sie günstig einzukaufen. 26. Das hatten sie selber, ne? Aber ist egal. Gut, dann geht die Reise weiter nach Wilkepreswaf. Gucken wir da rein. Was es da so gibt. So, Felle sind hier gut im Preis. 30 weg. Honig ist hier günstig. Hier sind die Früchte auch beliebt. Geht was. Tuch geht auch ordentlich. Und hier geht auch was. Wie alles? Tatsächlich. Und der Wein geht auch. Jetzt haben wir 600.000 hier gerade gemacht. So, was können wir kaufen? Den haben wir schon ausgewählt. Okay, dann müssen wir gucken. 250 nehmen wir 10 mit. Die Kohle wäre günstig mit 44. Die Steine 37. Und der Rest Kohle mit. Wagen voll, oder? Ja. Gut, dann Konstanta. Und dann müssen wir langsam überlegen, dass wir Truppen kaufen, ne? Beziehungsweise ausheben. Honig, 80, Obst, weg, Werkzeuge, komplett, Kohle, 30 und Steine gehen auch. Gut. Zukaufen. Ah, geht gleich hoch, brauchen wir nicht. Und das Bier ist auch schon teuer. Ja, die müssen erst selber was machen da. Das geht nicht. Geht nicht, genau, weil wir daneben geklickt haben. Gehen wir in die Stadt. So läuft. Und jetzt haben wir 636, ja, also ein bisschen mehr hätte ich schon gerne, ne? Müssen wir nochmal gucken. So, Brot ist hier ja, sofort am Steigen. Lass uns erstmal hier auspacken. 27. Können wir bis 110 oder sowas gehen, okay. Hier ist 300. 12. Hier machen wir bis auf 50. Und die Steine auf 40. Gut. Hemden sind wohl schon teuer. Ja, das auch. Also steigt auf jeden Fall sofort. Brot ist günstig. Gehen aber nur 3, Bier ist auch günstig. Gehen 2. Salz geht auch. Und ist aber auch gleich am Steigen. 7. Die
Früchte sind schon teuer. Ja, war es das erst hier? Gehen wir darüber nach Krakau. Gucken da nochmal rein. 660 haben wir jetzt. So. Hier geht was weg. Das können wir ja zukaufen. Das lohnt nicht. Salz. Vierer. Honig komplett weg. Und hier. Das Tuch auch. 80 Kohle. Da geht was. Auch 10 weg. Und hier geht auch noch ein bisschen. Zack, einer. Fertig. Ein Stein haben sie verkauft. Toll, ne? Ne, das ist teuer, glaube ich. So, Brot. Bier können wir noch zukaufen, aber... Mal so lassen. Das ist alles nix. Da geht auch gleich hoch. Ne, lohnt nix. Dann noch da oben hin. Kirschner, Wissner. Oh, ich bin Großfürst geworden. Keine Ahnung warum. Truppen. Kann ich jetzt mehr kriegen? Okay. Und Entwicklungspunkte. Toll. Warum, wieso? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich gut gehandelt habe oder was. So, das Bier geht. Ah, komm, dann machen wir auch was weg. Geht komplett. Das ist günstig. Da kommen wir ein. Die Hemden sind sogar günstig. Das ist teuer. 77. Na, komm, brauchen wir nicht. Hier geht noch was zu verkaufen. Und dann war es das auch, ne? Ja. Geht die Reise weiter nach unserer Exklave oder wie immer Enklave. Gucken wir, dass wir da noch was kriegen. Aber warte mal. Warte mal, wir gehen erst dahin. Bitte wieder zurückfahren. Das können wir auch noch machen, ne? So, in Kovno. Können wir auch was gucken. Kovno hat günstig Prunk. Okay, der Lohn nicht. Achso, ne, der Honig ist teuer. Fische auch, gut. Hier unten kann man ein paar Hemden zukaufen für 540. Das ist auch günstig. Tuch ist mit 180, glaube ich, auch noch günstig. Und Töpferwaren 144 ist auch günstig. Und hier können wir was verkaufen. Kohle. Die Steine lohnen nicht. Der wird gleich hochgehen. Ja. Fehlt uns was auf dem Wagen, ja, aber lohnt tut dann nichts mehr. Auf geht's nach da. Gut, aber ich sag mal, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.